Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Genesis Alpha One. Sollte die Lösung wirklich so nahe liegen, die Rettung der Menschheit, sind wir wirklich so nah dran? Komm mal her, Estrada, du wirst direkt mal umbenannt in den guten Pink Cap. Jetzt weiß ich gar nicht, Pink Cap mit B. Ich kann mir das leider nie merken, tut mir leid. Er ist jetzt auch an Bord. Herzlich willkommen. Und wir schauen mal ganz kurz noch die Zahlen an. Die Zahlen, die wir haben. Wir haben 10 Leute, die O2 atmen. Wir haben Crewkabinen genug. Ja, noch nicht ganz, ne? Moment. Habe ich noch die Möglichkeit irgendwo... Eine Pflanze wird gerade eingepflanzt, ne? Wir müssen jetzt gucken, dass wir genug Sauerstoff bekommen. Wir müssen gucken, dass wir genug Plätze haben. Und Biomasse müssen wir natürlich noch besorgen. Gut, die haben wir jetzt nicht mehr. Die ist uns ausgegangen. Durch das Klonen, aber das ist nicht das Problem. Also müssen wir jetzt ja tatsächlich noch 3 Crewmitglieder auf die Beine stellen. Während die Palme jetzt hier noch einmal O2 produziert, also Sauerstoff produziert, dann haben wir 14 und dann noch 3 Crewmitglieder, das heißt noch 15 mal Biomasse besorgen, 3 Klone herstellen und dann die Genesis starten. Und das war's dann. Kann es so einfach sein? Kann es sein, dass wir so viel Glück hatten? Pink Cap, kann das sein? Hm, bist zwar neu dabei, aber dennoch, sag mal, kann das sein, dass wir so viel Glück hatten? Irgendwas geht da bestimmt noch schief. Wo ist die gute Lanfear? Hallo, Frau Lanfear. Da ist sie. Und, was hast du dazu? Ja, genau. Ich kann es auch kaum glauben. Wo ist denn der Lift? Da. Nee, das ist das Treibhaus. Hallo, ist der Lift weg? Nein, doch nicht. Kann schon sagen. Wäre jetzt auch ein Ding. Der Lift weg. So, schwupp. Gehen wir nämlich mal runter in den Traktorstrahl. In den Traktorstrahl, die können wir gerne traktorieren. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, aber kann sein, dass ein Traktorstrahl benutzt, Traktorieren reißt. Kupfer und Eisen, was bräuchten wir denn als erstes? Wir bräuchten jetzt eher mal Eisen. Damit könnt ihr bitte wieder anfangen, das hochzubeamen. Hoffentlich kommen da ein paar Viecher mit, weil den können wir dann nämlich wahrscheinlich auch wieder Biomasse abluchsen. Ansonsten sollen wir nochmal runter auf den Planeten, Biomasse holen und Klone herstellen. Mit meiner Milikanone. So. Schupp. Biomasse bitte her. Jetzt hast du keine gedroppt. Du Blödmann. So, wie sieht's aus? Ja, Atmosphäre haben wir jetzt genug tatsächlich. Und, tatsächlich, das passt. Wir haben genau noch 3 Plätze in der Crewkabine frei. 3 Klons brauchen wir noch, die Sauerstoff atmen. Kann das so einfach sein? Ich glaube das ja fast gar nicht. Oder wir haben einfach mit dem Run Glück gehabt. Das kann natürlich auch sein. Da brauchen wir bestimmt noch andere Sachen, die wir besorgen müssen, oder? Wenn man reingeht in das System, dann haben wir hier Genesis beginnen. Aber ob das dann reicht? Vielleicht muss man dann noch andere Sachen besorgen. Da wird schon wieder geballert im Traktorstrahl. Was ist hier los? Na gut. Wir haben hier unten schon auf Klamanol. Gehen wir runter auf Klamanol. Genau. Und besorgen da hoffentlich Biomasse. Runter auf Klamanol. Mal gucken, ob wir genug Munition haben. Ja, das reicht noch. Na, 600 Schuss, das ist ja schon was. Auch wenn er die rausballert ohne Ende. Auf Yenko waren wir, ne? Da haben wir die Baupläne gefunden für die Minikanone. Ja, jetzt heißt es nur noch Biomasse besorgen. Und dann die Genesis starten. Mal gucken, was passiert. Der Rogue Commander mit seinem Hasen auf dem Schoß. Könnte der Dad sein. Der ist ja irgendwie Karnickel-abhängig. Hust, hust. So. Aliens her, wo seid ihr? Zeugs brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche nur Aliens, die Biomasse droppen. Das bitte nicht zu knapp. Das habt ihr euch so ausgemalt, was? Decker, auch die kennen wir ja noch gar nicht. Was sind das denn? Ziemlich durchschnittliche Werte, irgendwie bei Menschen.
Aha. Sehr interessant. Ach, hinter mir. Immer her mit der Biomasse. Immer her damit. Wird mir das angezeigt, wie viel Biomasse ich habe? 3. 3 erst? Ist ja ein Ding. Wo? Dammit. Haben mich erwischt, die Schweine. Bisschen overpowered. Die Minikanonen, aber was soll's. Die sind aber schnell und aggressiv, diese Decker. Moment, da habe ich doch. Ich höre doch hier irgendwas. Jemand im Raumschiff? Man hörte sich nur so an. Ja, Klonproben ist super. Aber ich brauche Biomasse. Wie viel haben wir denn jetzt? 6 erst, mein Gott. Sisyphus-Arbeit. Wo wollte denn der hin? Hier die tiefstehende Sonne, das ist schlecht. Sisyphus-Arbeit, aber das muss jetzt sein. Schlau von denen, mit der Sonne anzugreifen. Ich sehe nämlich nichts hier. All die Kanone macht schon Spaß, Alter. Da kann man nichts anderes sagen. Die macht schon Spaß. Ratadadan, ratadadan. Komm, diese komischen Alien-Dinger. Das darf doch nicht wahr sein. Die droppen jetzt alle keine Biomasse. Noch. Danke für die Biomasse. Sehr freundlich. So, haben wir jetzt genug? War das jetzt 15 Biomassen? Mit
den letzten Schüssen. Okay, lass uns abhauen. Oder zumindest neue Munition holen. Wir haben 14 Biomassen, eine brauchen wir noch. So, das sollte reichen. Hatte ich nicht gerade Munition aufgenommen? Yes, das sollte reichen. Das sollte alles reichen, liebe Zuschauer. Sehr schön. Ich werd bekloppt. So, gucken, dass hier keine Aliens wieder dabei sind. Das brauchen wir jetzt gar nicht. Schon gar nicht wieder diese komischen grünen Aliens da. Die uns ja schon mal gebordet haben. Wo sind die Maximilians? Ach, da seid ihr ja. Kinders, macht doch mal hin. Und dann haben wir jetzt genug Biomasse, um 3 Klone herzustellen. Ich find's total super. Naja, 16 Biomasse. Hat sich der Ausflug auf jeden Fall gelohnt. Sag mal, hatten wir nicht 3 Maximilians? Naja, wo kommst du denn her? Hallo. Ja, Poiscan kannst du machen, wenn du Pause hast. Und außerdem habt ihr nie Pause, weil ihr Roboter seid. So. Ja, jetzt steht er noch gegenseitig im Weg. Das ist ja super. So. Keine Aliens an Bord. Ab ins Klonlabor. Ab ins Klonlabor. Das war hier rum. Dann... Mensch, schauen wir mal. Ein Mann, eine Frau und noch ein Mann. So. Nächste Produktion in Vorbereitung. Aha. Jetzt geht's aber. Und da, ja, ich bin jetzt echt mal gespannt wie ein Flitzebogen. Was ist denn passiert? Na, mal die Waffe wegstecken, wenn er sich nicht gleich erschreckt. Ja, ja, da sind sie alle. Wir sind schon ein großes Team geworden. Oh, da wird wieder geballert. Da wird viel geballert. Und noch mehr Biomasse. Alles gut hier, Jungs? Was macht ihr für Mist? Oh, wo kommt der denn her? Das ist nicht so schön. Ist da was? Kein Risiko mehr eingehen. Abbrechen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Na, super. Tatsächlich da raus. Aus diesen Dingern. Verdammt. Verdammt, gucken. Ich sehe jetzt nichts. Woanders wir da sind. Das fehlt mir jetzt auch noch. So kurz vor Toreschluss. Vor dem vermuteten Toreschluss. Jetzt wird es hier überrannt werden. Okay. Scheint aber gut auszusehen. Nee, nee, dann lass das mal mit den Traktor schauen. Wir brauchen jetzt hier nichts mehr. Ist okay. Irgendwelche Sporen, die sich hier noch verbreitet haben. Ich hoffe nicht. In der Werkstatt nochmal gucken. Nee, alles gut. Okay, ab ins letzte Klonlabor. Ins Klonlabor. Den letzten Klon herstellen. Sind wir schon fertig? Schon fertig. Wir haben 14. La la la, auf zur Brücke und den Genesis starten. Und bin mal gespannt, was da passiert. Hallo, Klaus. Klausi Mausi. Können wir mal die Waffe wegstecken. Zack. Gott, bin ich aufgeregt. Genesis beginnen. Yay! Warum steht denn da ein Roboter?
Abschlussbericht. Projekt Genesis. Offizielle Beurteilung. Erfolg. Yay! Schon bald wurde der Planet zu einer blühenden Heimat für die neuen Bewohner. Nach 168 Jahren entdeckten sie eine gewaltige Lagerstätte eines sehr soliden und extrem leichten Metallerzes. In den folgenden Jahren traten Meinungsverschiedenheiten über die Verteilung der neuen Quellen für technische Entwicklung auf. Natürlich, 176 Jahre nachdem die Genesis ausgelöst worden war, wurden drei Regierungsformen gebildet, von denen zwei sich gegenseitig sofort den Krieg erklärten. Typisch Mensch. Drei Tage später wurde in einem benachbarten Quadranten von einem Projekt Genesis Flottenkommandanten die letzte Übertragung von dem Planeten empfangen. Na super. Belohnung freigeschaltet, Sicherheitstormodul. Okay, immerhin. Was haben wir da unten? Expeditionsfunde? Keine Waffen gefunden, das stimmt aber nicht. Ich habe da Waffen gefunden. Crew geklont 16, Crew Siedler 14, Planetenexpedition 25, 82. Okay, Grad Kapitän. Ja. Okay. Neue Ressourcen verfügbar. Neue Crew-Spezies und Artefakte-Hills. Belohnung und alle Expeditionsfunde stehen für zukünftige Genesis-Missionen zur Verfügung. Beginne eine neue Mission, um die neu freigeschalteten Ressourcen zu verwenden. Warum nicht? Ja, liebe Zuschauer, Genesis Alpha One. Wir haben es tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Dann haben wir mal ganz kurz ein neues Spiel starten, gucken, was dann passiert, was man alles auswählen kann. Die Unternehmen. Haben wir noch was Neues freigeschaltet? Glaub nicht wirklich, oder? Schade eigentlich. Wie kann man die denn freischalten? Artefakte, was könnten wir da mitnehmen? Ja, da haben wir natürlich eine ganze Menge freigeschaltet. Die würden natürlich die Minigun wieder mitnehmen. Das ist ja wohl logisch. Hier ist die Galerie. Das kennen wir auch noch nicht, ne? Klone, die Kunst verstehen, werden schließlich Menschen. Oh, dann können wir eine Galerie mitnehmen. Wie nett. Anzugsupgrade. Sehr schön. Die bringen auch eine ganze Menge. Eisenwerfer, den haben wir gar nicht ausprobiert. Schade. Ressourcenort, da werden uns dann die Ressourcen von Schwefel aufgedeckt im Universum. Was haben wir hier noch? Das Sturmgewehr und das Sicherheitstor. Nice. Ja, das sind die Artefakte, die man in einem neuen Durchlauf mitnehmen könnte. Sehr interessant. Gut, dann war es das jetzt erstmal für Genesis Alpha One. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir da vielleicht nochmal einen Run zu starten sollen. Vielleicht mit einem, ja natürlich dann mit einem anderen Unternehmen, mit einem anderen Konzern. Und dann, vielleicht wird es dann mal ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir, glaube ich, auch Glück gehabt, dass die Genesis, dass dieser Planet genau auf unserem Weg lag. Und A, dass dann... dass wir einen Genesis-Planeten gefunden haben, der wirklich auf Sauerstoff ausgelegt war. Wir hätten jetzt auch einen anderen Planeten finden können, wo wir dann ein ganz anderes Gas gebraucht hätten, um damit die Leute dort hätten atmen können. Also da haben wir Glück gehabt, weil wir ja schon der Großteil von unserer Crew halt auf Sauerstoff ausgelegt war. Das war relativ easy. Naja, aber wer weiß, wie es in einem nächsten Lauf wird. Da stirbt man dann vielleicht doch wieder relativ schnell. Das war's dann diesmal für Genesis Alpha One. Bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.